Tolle Stimmung, hohe Erwartungen und zwei Mannschaften, die diese hohen Erwartungen eigentlich immer erfüllen. Bleiben Sie also unbedingt dran. Wir melden uns live aus dem Etihad Stadium. Wir melden uns aus dem Etihad Stadium. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir hat Frank Buschmann Platz genommen und wir werden das Spiel für Sie kommentieren. Und wir freuen uns heute auf ein Spiel aus der Premier League. Cristiano Ronaldo, Riesenchance. Ederson macht zu, kein Tor. Was für eine Aktion von Ederson aus dieser Distanz. Der Ball kommt rein und er wehrt die Ecke ab. Jetzt Sterling. Ball ist bei Bernardo Silva. João Cancelo. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Bruno Fernandes. Jetzt die Hereingabe. Können Sie was draus machen? Ederson! Weltklasse, wie er das gemacht hat. Glanzparade! Jetzt kommt die Ecke. Ganz wichtig, dass Sie da zur Stelle sind. Sancho. Sehr gut aufgepasst. Was traust du Ciro Immobile heute in dieser Partie zu, Buschi? Der ist in Torlaune, das kann man nicht anders sagen. Trifft in der Liga, wie er will. Bekommt auch immer wieder seine Chancen. Dir, und das ist entscheidend, dann auch wirklich im Stile eines... De Bruyne mit der Riesenchance. Harter Schuss, aber Ball geht neben das Tor. Knappe Angelegenheit, also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Jetzt Ronaldo am Ball. Gut gemacht, gutes Tackling. Statt der Willi. Manchester City mit dem nächsten Angriff. Bernardo. Und es geht mit Abstoß weiter. Und der flache Junge. Aber der Schaden. Ne? Shaw. Rashford. Ah ja, gut, vielleicht schon am Abfall. Das kann sein. Bruno Fernandes. Der Pass wird von De Bruyne abgefangen. Sterling. Schön, wie er diesen Ball ablockt. Cristiano Ronaldo spielt den Pass, aber dazwischen gegangen. Alexander Zinchenko. Jetzt ist die Kugel weg. Und nun Ronaldo. Sieht gut aus, Cristiano Ronaldo. Jetzt die Möglichkeit. Die Gäste machen es. Da ist das 1:0. Da ist der erste Treffer in diesem Derby. Da haben sie allen Grund zur Freude. Schauen wir uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann ist Cristiano Ronaldo zur Stelle. Also da ist kaum Platz. Die Abwehr ist da. Ist ihm völlig egal. Macht er technisch brillant. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Gut durchgesetzt. Jetzt geht vielleicht was für Man City. Ball jetzt zurück zu Mahrez. Und jetzt ein Zweikampf. Sie drängen auf den Ausgleich bei dieser Ecke. Wir hören es, die Fans hoffen auf den Ausgleich. Da kann er klären, gut aufgepasst. Alexander Zinchenko. Ziemlich gute Ballbesitzstatistik, die wir hier auf Seiten von Manchester City bislang sehen. Aber wo bleiben die Chancen? Sie schaffen es nicht, sich Möglichkeiten zu erarbeiten und dann darfst du dich über einen Rückstand nicht wundern. Das wäre eine gute Chance geworden, aber der Verteidiger ist da. Rodri. João Cancelo. Ball läuft jetzt gut bei Manchester City. Tolle Parade hier von Donnarumma. Eine kurze Ecke. Bernardo. Da hat er sich mächtig viel vorgenommen. Alter, was ein bisschen zu viel mit diesem Schuss. Wahnsinnstor! Das ist ja unglaublich! Klasse Tor. Hier ist die Wiederholung.
das ist schon eine ordentliche Entfernung, aber da stimmt einfach alles. Der passt und ist am Ende auch nicht zu halten. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Das Remis also zur Pause, das kann den Gastgeber nicht reichen. Der zweite Durchgang läuft. United hier mit dem Anstoß. Bruno Fernandes. Sancho mit dem Ball. Viel mit Auge. Den spielt er gut. Aus nächster Nähe die Großchance, aber Ederson ist zur Stelle, verhindert den Treffer. Jetzt ein Eckball und vielleicht packen sie die Führung hier. Da konnten sie nichts draus machen. Schießt er ihn rein. Aber der muss doch sitzen. Kein Tor. Abseits, abseits, Wolf. Wir schauen rüber an die Linie. Die Entscheidung ist sofort gefallen. Aber klar, eine gute Chancenverwertung sieht anders aus. Da ist er alleine durch. Ederson ist da. Das war eine wichtige Parade. Absolute Glanztat. Der Ball kommt rein. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Ronaldo. Bruno Fernandes. Und da ist dieser Angriff beendet. Sie machen zu. Und Kevin De Bruyne. Mahrez. Da haben wir also den nächsten Gegner von Manchester United. Pushy. Ja, es geht gegen Manchester City im nächsten Spiel in der Premier League. Das wird kein Spaziergang. Bernardo. Er kann sich durchsetzen. Super gehalten. Aus dieser Entfernung. Toller Reflex. Perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Es wird jetzt hier gewechselt. Ecke De Bruyne. Der Abschluss nicht platziert genug. Das ist da kein Problem. Aaron Wan-Bissaka. Cristiano Ronaldo. Manchester United greift an. Hereingabe jetzt. Da können sie den Ball erstmal rausbringen. Mahrez. Cristiano Ronaldo. Schönes Zuspiel hier. Achtung jetzt. Parade von Ederson. Come on. Rodrigo. Hallo, Willi. Hi. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Hallo, Willi. Hi. Sie bieten sich an. Alexander Zinchenko. City bekommt die Ecke. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Kurze Ecke. Das macht er sehr gut. Klasse Technik. Ja. Chance zum Konter jetzt. So, Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Aus so einer Konterchance müssen sie eigentlich mehr machen. Oder viel mehr. Fairer Einsatz hier. Ob sie hier noch auf den letzten Drücker den Siegtreffer erzielen. Ja, die City-Fans sind nicht zufrieden mit dem Remis. Die wollen den Sieg. Er hat den Ball. Gute Aktion. 8 Minuten jetzt noch. Sterling jetzt am Ball. Macht er gut. Balleroberung. Und aufs Hirn wird die Sonne. Und nun Pogba. Schön finde. Federico Valverde. Und jetzt mal Manchester United. Manchester!
Manchester United macht das Tor. Das späte Tor in diesem heutigen Derby. Es könnte schon sowas wie eine kleine Vorentscheidung sein. Da ist das Tor nochmal. Ist natürlich eine wirklich gute Flanke. Und dann hat er am Ende keine große Mühe mehr. Hält nur noch den Schädel hin. Jetzt soll die Führung verteidigt werden. Ein neuer Mann kommt in die Partie. Von Man City muss jetzt mehr kommen. Sie liegen zurück. Sancho. Jetzt hätte er Platz zum Flanken. So, das war nix. Die Szene sollten sie jetzt am besten ganz schnell vergessen. Sehe ich auch so. Das war eine verschenkte Chance. Jetzt De Bruyne. Schlusspfiff. Das war's in diesem Derby. Der Sieger heißt Manchester United. Da sieht man wieder, was es ausmacht. Cristiano Ronaldo. Einer der wichtigsten Spieler wird heute Eric Bailly sein. Denn für ihn ist das ja ein Duell gegen seinen Ex-Club. Gleich kann's losgehen. Live bei EA Sports. Hallo und willkommen. Wir melden uns heute aus dem legendären Old Trafford hier in Manchester. An den Mikrofonen sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und es geht heute um das Rückspiel im Achtelfinale. Manchester United gegen RB Leipzig. United hat im Hinspiel aufgetrumpft, das war wirklich überzeugend. Sie waren mehr oder weniger in allen Belangen überlegen. Wenn das heute wieder der Fall ist, dann schauen sie es nach Hause. Jetzt kommt die Flanke. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Klasse Tackling. Kampe. Leipzig über außen. Forsberg. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Da ist die Hereingabe.
Da müssen sie aufpassen jetzt. Sanchez. Wirtz. Flanke kommt rein. Chance vielleicht. Abwehr ist da. Super abgewehrt hier. Nordi Mukiele. Pepe sehen wir da. Gute Aktion. Scott McTominay. Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung. Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich. Keine Frage. Ecke kommt rein. Ball geht weit vorbei, kein guter Kopfball. Wissen Sie auch, da hat kaum was gestimmt bei dieser Aktion. Wirtz. Ballverlust United. Schönes Zuspiel. Schönes Dribbling hier. Sie machen das Tor und irgendwie was abzusehen. Ja, sie sind bislang die stärkere Mannschaft, tun mehr für die Partie, ist eine verdiente Führung. Ja, da sieht man wieder, was der am Ball alles drauf hat. Und dieses Tempo ist natürlich klasse. Der Antritt, die Abwehr am Ende, muss man ganz ehrlich sagen, machtlos. Weiter geht's hier, der neue Spielstand, also insgesamt 3:1. Wirtz. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Sie gehen dazwischen. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Toller Pass. Emil Forsberg. Die Leipziger machen Druck. Und dann müssen sie doch den Ballbesitz abgeben. Da haben sie die Lücke nicht gefunden. Einwurf jetzt. Guter Einsatz. Ball ist weiter im Spiel. Könnte gefährlich werden jetzt. Sie holen sich hier den Ball. Marcelo Saracchi. André Silva. Forsberg. Sie machen zu. Ah, das war wichtig. Sanchez. United über den Flügel. Hereingabe in die Mitte. Sie können klären. Knappe Pausenführung. Es steht 1:0. Das Ding hier. Der zweite Durchgang läuft. United hier mit dem Anstoß. Diogo Dalot. Wirtz. Sanchez setzt sich klasse durch. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Als nächstes steht das Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League auf dem Programm für Manchester United. Dann geht es zu Hause gegen Leipzig. Und das dürfte hochklassig werden. Jetzt kommt die Flanke rein. Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Es gibt einen Wechsel. Abgeblockt. Wieder ein Eckball. Die Ecke kommt. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Blockt den Schuss erstmal ab. Was macht er draus? Das macht er sehr gut.
Kampel. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Und jetzt haben sie den Ball. André Silva. Kevin Campbell. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Und den hält er fest. Gut gemacht. Ballverlust United. Gefährlich. In den freien Raum. Er hält ihn. Ist es denn zu fassen? Jetzt die Ecke. Tja, kann er den mit dem Schlenzer machen? Ja, war mir fast so aus. War ein kräftiger Schuss, aber das war nicht die richtige Entscheidung. Wirtz. Und da ist der Ball wieder weg. Vielversprechender Steilpass. Sie leben noch. Das war der Anschlusstreffer. Geht noch was? Wir blicken noch mal auf die Wiederholung dieser Szene. Da ist der Treffer. Also da ist überhaupt keiner in der Nähe. Alles frei. Also so leicht sollte man es ihm dann doch nicht machen. So, in Addition heißt der Spielstand nun also 3:2. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Na, ich glaube, der Ball ist ein Tick zu weit. Ball verspringt, das war zu sehen. Das war trotz Bedrängnis keine gute Aktion. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau richtig so, das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Sie holen sich den Ball. Wirtz. Scott McTominay. Jetzt Henderson. Ganz energisch. Den Ball hat er. Ganz souverän. Nachspielzeit ist angezeigt. Es gibt noch eine Minute obendrauf. Der Schiri beendet dieses Rückspiel und damit haben sie es hier geschafft. Sie sind
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier in diesem tollen Stadion im Old Trafford in Manchester. Ich bin Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann darf ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und wir sind heute zu Gast im Viertelfinale des Emirates FA Cup. Es deutet alles auf ein klasse Spiel hin. Die Favoritenrolle in diesem Spiel haben die Gastgeber. Da müssen wir nicht rumdiskutieren. Aber die wissen auch, dass das kein Selbstläufer ist. Die Leistung auf dem Rasen muss erstmal gebracht werden. Und genau das wird ihnen der Trainer mitgeben. Finn Bogason. Gut durchgesetzt. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Super gemacht, jetzt hat er den Ball. Guter Steilpass, sie spielen den Ball hoch. Sie machen das Tor, optimaler Start. Früh gehen sie hier in Führung, genau so hatten sie sich das auch erhofft. Da kommt die Wiederholung dieser Szene. Ausgangspunkt ist diese Vorlage. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Verletzung bei Manchester United. Wird eine Auswechslung geben. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Connor Hourihan. Finn Bogason. Sie holen sich hier den Ball. Die Chance. Das war richtig knapp. Ja, das sah gut aus. Da wäre fast der Ausgleich gefallen. Sancho mit Platz auf dem Flügel. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Er holt sich vorne den Ball. Ecke, gute Chance eigentlich zu erhöhen. So, Ecke kommt. Erneut Ecke. Jetzt die Ecke. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Vielleicht sind die Gegner da im Moment etwas zu passiv. Connor Hourihan. Sie können den Pass unterbinden. Sancho. Ball bei Cristiano Ronaldo. Manchester United auf dem Weg nach vorn. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Aaron Wan-Bissaka.
Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Die Fahne geht hoch, abgepfiffen. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Cristiano Ronaldo. Hoher Steilpass jetzt, sieht gut aus. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Wir schauen uns die Wiederholung noch mal an. Er zieht da an seinem Mann vorbei und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen. Aber das ist einfach gut gemacht. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Gutes Anspiel. Flanke kommt. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Ball ist weg. Cristiano Ronaldo spielt den Pass, aber dazwischen gegangen. Luke Shaw. Cristiano Ronaldo, Riesenchance. Ball wird geblockt. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Der zweite Durchgang in diesem FA Cup Viertelfinale ist angepfiffen. Und wir werden sehen, wer sich hier am Ende durchsetzen kann. Sander Berge. Er geht dazwischen. Da fangen sie den Pass ab. Rashford. Da kommt die Flanke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Er schießt. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Jetzt können sie vielleicht kontern. Connor Hourihan. Da haben sie jetzt Platz. Ball kommt. Gut ab. Jetzt die Chance. Wenn der sitzt, dann geht hier noch was. Aber so wird's eng. Und wir sehen, wie sie das ärgert. Den hätte sie zu gern gemacht. Jetzt will man mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Aber dann scheitern sie doch. Ballverlust. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Rashford. Hereingabe auf den langen Pfosten. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Was für eine Parade! Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein Hecht der Klassekeeper. Erstmal keine Gefahr mehr, gut gelöst. Bruno Fernandes. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut hingehechtet, hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Oh, der war knapp. Klasse Kopfball, geht aber knapp drüber, da hat nicht viel gefehlt. Vor dem Tor heute nahezu unaufhaltsam. Chancen erarbeiten, Chancen machen, dann hast du eine deutliche Führung. United verliert den Ball. Cristiano Ronaldo holt sich den Ball. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle, ein Klassiker. Ja,
Jetzt muss er hier neue Impulse setzen. Sie liegen hinten und er versucht es mit einem Wechsel. Da kann er klären. Gut aufgepasst. Zieht einfach mal ab. Da sind sie da. Guter Block. Cristiano Ronaldo. Stark verteidigt. Sie wollten den Ball, sie haben den Ball. Ronaldo kämpft um den Ball. Geht dazwischen. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Da bekommt er Unterstützung. Wie stark. Da kommt die Flanke. Erstmal geklärt. Schick mit guter Start. Den Kopfball kann er ganz einfach halten. Da fehlte die Power, eine leichte ich Nummer. Der Tag Rashford. Ballbesitz Bruno Fernandes. Und damit sind sie am Ball. Ja. Schade. Da können sie den Ball erstmal rausbringen. So, Nachspielzeit angezeigt, gibt noch mal 2 Minuten drauf. Jetzt könnte er flanken. Die Chance jetzt. Man United ist weiter. Das ist der Schlusspfiff in diesem Spiel. Eines der ältesten Duelle in England. Liverpool gegen Manchester United. Riesenstimmung in der Stadt, Riesenstimmung im Stadion und wir sind dabei. Live. Bleiben Sie dran. Willkommen in einem der schönsten Fußballstadien der Welt. Willkommen in Anfield. Hier ist Liverpool. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und wir freuen uns heute auf ein Spiel aus der Premier League. Liverpool gegen Manchester United. Das ist noch gefährlich.
Fabian. Joe Gomez. Fabinho. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Er holt sich vorne den Ball. Gut den Ball angenommen, schön in Bedrängnis unter Kontrolle gebracht. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Salah. Jetzt Salah mit der Flanke. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Fabian. Salah am Ball. Fabian. Die Chance. Da macht er fast das Tor mit diesem Haber. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Ist das eng da vorne an der Tabellenspitze? Oh ja, Wolf. Und da kann jeder Punktverlust schon entscheidend sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich... Federico Valerde. Parade Alisson. Aber Gefahr noch nicht bereinigt. Mané. Van Dijk. Keine gute Phase von Liverpool. Um ein Haar der Rückstand. Aber die Fans sind da. Firmino möchte den Ball selber nach vorne bringen. Macht er gut. Der Ball an den langen Pfosten. Da sagt jeder Keeper, danke. Kein allzu gefährlicher Ball. Bruno Fernandes. Sie verlieren hier den Ball. Mohamed Salah am Ball. Mané. Das könnte die Führung geben. Thiago macht das Tor dicht. Nicht das erste Tor also in diesem Endspiel. Das ist unfassbar. Das müssen die Nerven gewesen sein. Der Druck, es bleibt beim 0:0. Wir feiern heute ein Jubiläum, Buschi. Nicht eins, sondern... Aber das ist jetzt die Chance. Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung. Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich. Keine Frage. Sie können nicht klären. Sind weiter im Bedrängnis. Klasse Volley. Mané. Oh, Liverpool trifft. Liverpool macht das Tor. Das ist die Führung hier in diesem Derby. 1:0. Tja, Sie können zunächst klären. Wir sind es hier nochmal in der Wiederholung. Aber das ist nicht konsequent genug. Und dann fällt fast als logische Konsequenz doch der Treffer. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Zweikampf jetzt. Und den Freistoß können Sie jetzt direkt versuchen. Durchaus eine gefährliche Position. Vielleicht können Sie hier ausgleichen. Von Alissons Fingerspitzen geht der Ball noch über die Latte. Sensationell. United mit einem Tor hinten. Jetzt die Ecke. Liverpool mit dem Ballverlust. Ja, so kennen wir Cristiano Ronaldo. Fabinho. Und Thiago. Fabinho jetzt. Viel Geduld da jetzt im Spielaufbau. Alexander Arnold. Kein Tor! Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Federico Valverde. Bruno Fernandes mit einem Steilpass. Steilpass kommt an. Sancho jetzt. Alisson hält. Ball ist noch im Spiel. Hätte gefährlich werden können. Gut, dass sie da klären. Liverpool ist knapp vorne und die Fans geben alles, damit das hier auch so bleibt. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Die Fans von Liverpool sind bislang zufrieden. War ein guter erster Abschnitt der Reds. Schauen wir mal, ob sie jetzt so weitermachen können. Mané. Mané weiter am Ball. Liverpool lauert auf seine Chance.
Und da geht der Spieler dazwischen und fängt den Pass ab. Da kommt er raus und nimmt dem Angreifer den Ball ab. Sehr guter Einsatz, genau richtig gezeigt. Viel mit Auge. Klasse gespielt. Ganz spannende Szene. Ah, da ist das Tor, aber da machen sie es ihnen zu einfach. Das nutzt er eiskalt. Da bedankt er sich und muss eigentlich gar nicht mehr viel machen. Ein Tor, wie man es auch nur sehr selten sieht. Alles frei, alles offen. Da hat er keine große Mühe. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Oxlade-Chamberlain. Pass zu Mané. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Mané. Platz für die Flanke. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ballverlust. Schöner Pass. Er macht das Tor. Klasse Kopfball. Hallo. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Die Flanke kommt rein. Und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Führung jetzt für Manchester United. Sie lassen den Platz für die Flanke. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Da setzt er sich gut durch. Oh, da trifft er die Latte. Klasse geklärt von Varane. Pech natürlich, das Alu steht dem Ausgleich im Weg. Da wäre es fast passiert. Da wären sie fast wieder drin gewesen in diesem Spiel. Ronaldo gibt abseits, da läuft er einen Moment zu früh los. Und jetzt gibt es Wechsel auf beiden Seiten. Was den Ballbesitz im bisherigen Spielverlauf angeht, sehen wir bei Manchester United schwache Zahlen. Und jetzt diese Chance. Alisson hält, bald ist noch im Spiel. Er hat den Kopfball, starke Aktion. War aber auch ein super Abschluss, den musst du erstmal rausholen. Jetzt kommt die Ecke. Er kommt nicht durch mit dem Pass, der Verteidiger passt auf. Liverpool will den späten Ausgleich, die Fans glauben dran. Da haben wir also den nächsten Gegner von Manchester United, Pushy. Ja, es geht gegen Liverpool im nächsten Spiel in der Premier League. Und da kann ich keine eindeutige Prognose abgeben. Ganz wichtige Aktion hier. Das sah gut aus. Gefährlicher Pass. Regulär sind es noch 7 Minuten. Van Dijk. Liverpool lauert auf seine Chance. Liverpool gibt alles. Der späte Ausgleich soll doch irgendwie her. Es ist richtig laut in Anfield. Ohrenbetäubend laut. Die Oxlade-Chamberlain. Gehalten, aber der Ball ist weiter gefährlich. Und kurz vor Ende hier nochmal eine wichtige Aktion vom Keeper. Ach, auf jeden Fall, Wolf. Damit könnte er hier den Sieg für sie festgehalten haben. Guter Pass jetzt. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Sie liegen mit einem Tor zurück, aber jetzt noch mal Ecke. Wird das noch was? Die Ecke kommt. Schlusspfiff, das war's in diesem Derby. Der Sieger ist Manchester United. Knapper Sieg am Ende, ein enges Ligaspiel und man merkt ja auch, sie... Fabian.
Tüdelü.